So, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück am Stück bei Fable on a Rosary. Meine Stimme ist halt leicht gedamaged, deswegen bitte nicht wundern, bitte nicht wundern. So, wir werden den letzten Spielstand laden, den wir heute spielen werden mit Fable. Was passiert, wenn ich hier T drücke? Ach, da kann ich noch weitere Spielstände. Ach, halt die Schnauze. Oh, naja, egal, zu spät. Spiel laden, ja bitte. Denn heute werden wir den guten Opferweg gehen. Wir haben ja. Okay, abgesehen von Donner, dann haben wir umgelegt, aber gut, das war eine alte Fehde halt. Ich kann nichts dafür. So. Weil jetzt müssten wir theoretisch, meines Wissens nach, Seelen der Helden. Arkons. Genau. Müssen wir zur Arkons Tor zurück. So. Das müsste einer von den letzten Oakwood südsten Nosebar Arkons Schrein der Hammers. Gehen wir auf jeden Fall dahin. Und tschüss. Da fehlt aber, glaube ich, da noch was, ne? Oder? Nee. Oder? Hanamam. Nee, unsere Marmhammer und Arkonhammer, genau. Also den anderen meine ich nicht Arkon. Die Inschrift besagt, dass nur ein einziger Held durch das Tor gehen kann. Und hey, ratet mal, ihr seid der Stärkste. Ich weiß nicht, welche Form Jake wählen wird, aber er wird wohl kaum klein und pelzig sein, oder? Ich Viel glaube. Glück für unser aller Wohl. Ja, haben wir schon zweimal Ihr kommt besiegt. zu spät, kleiner Held. Wieder einmal zu spät. Ihr habt eine neue Questkarte Kommt zum bekommen. Bronzetor. Ihr habt Tja, es geht Ups, los. Entschuldigung. Plötzlich erscheint all das Suchen von Schiffen und Seelen wie ein Kinderspiel, was? Ups, was ich weggeklickt, mein Fehler. Endlich ist der Tag da. Viele haben prophezeit, dass die Öffnung des Bronzetors das Ende unserer Welt bedeuten würde. Ihr werdet beweisen, dass sie Unrecht haben. Ich weiß nicht. Wirklich? Könnten wir rein theoretisch. Nur speichern kurz. Auf dem Spielstand hier wieder. Ja. Oh, sieht alles gleich aus. Nur noch am Datum kann man es abhalten. Oh Gott, oh Gott. Könnten wir rein theoretisch jetzt wieder umlegen? Au! Habt ihr den Verstand verloren? Nee. Au! Habt ihr. Ach Mann! So ein Scheiß. Ich wollte die umlegen. Bin traurig. Das haben wir schon gelesen, oder? Das Prostator. Achso, ja, genau. Haben wir schon. Hallo! Haben wir alles richtig ausgewählt? Aufgefüllt sind wir auch. Gut, dann gehen wir mal rein. La 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 la. Aber im Grunde ist der Kampf voll. Ja, easy im Grunde schon. Wir haben die mega Ausrüstung und alles halt. Ich lasse die Szene mal abspielen. Vielleicht ändert sich ja was. Wer weiß. Da seid ihr ja. Ich musste lange warten. Aber ich wusste, ihr würdet mich befreien. Immer eine Marionette. Ist es nicht ermüdend, dass immer jemand anders an den Fäden zieht? Ach, muss ich nicht nachdenken, ich geht schon. Ich bin unsterblich. Eure Götter und Dämonen bedeuten mir nichts. Nee, ist immer noch Drache. Okay. Hätte das sein können. Besiegt Messercheck, ja, erstmal das, das. Jetzt weg hier. Au. Ich weiß zwar nicht, wo der übliche Damage gerade herkam, aber okay. Ach, das sind die wieder. Okay. Verzeih mich manchmal kurz gelegentlich, ein bisschen ruhig bin. Konzentration und so. Warum fliegen die um? Ach so, wartet mal. Genau, ich habe noch eine Sache gemacht gehabt. Die habe ich jetzt wieder vergessen. Happy, happy.
Champignons, Donner und... Was? Nee, happy. Rotes Fleisch zuordnen. Machen wir's da drauf. Genau. Ja, Herr Drache, kommen Sie mal runter. Wobei, es ist eigentlich ein taktischer Fehler, ne? Jetzt steht er da ewig. Hitze, diese Flammen, genau wie damals. Wie damals. Auch brannte. Ach so, ja, passiert. Herr Drache, da ist er ja jetzt endlich. So. Und das hier. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Schon. Alles genommen. Hallo, der ist tot. Geht doch. Oh, schau mal, jetzt müssen wir nun gut ein oder zweimal killen, oder? Stimmt. Ist noch nicht vorbei. Ihr müsst die Maske zerstören, aber setzt sie bloß nicht auf. Wir setzen sie erstmal auf. Trag mich. Trag mich. Die Götter werden dir deine Kräfte neiden. Okay. Hört ihr mich? Ihr müsst die Maske unbedingt wegwerfen. Nö. Trag mich. Und die Welt liegt dir zu Füßen. Hört mir zu! Zerstört die Maske! Sofort! Trag mich und du wirst unsterblich! Zerstört sie! Nö. Zu spät. Sorry, ich wollte noch drücken, aber... Nein, natürlich nicht. Ich sagte euch doch, ich bin nicht so leicht zu töten. Wir spielen es aber nochmal durch. Du schmeißt die Maske dann aber weg, ne? Nur mal so. Der Drache war tot. Und ein Schaudern ging durch die Welt. Der Himmel verdunkelte sich. Und jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in Albion erstarrte in banger Stille. Der Held und Messer Jack waren eins. Wer könnte sagen, was für ein Chaos und Pein sie bringen würden? Doch hier muss unsere Geschichte enden. Und was wurde aus der Gilde und ihren Helden? Das ist eine andere Geschichte. Okay, also wenn wir die Maske aussetzen, scheint es immer das gleiche Ende zu sein. Das war blöd. Will ich nicht. Ich hab gedacht, Gott, ein anderes. Ich bin enttäuscht. Ja, wir wissen's. Dass das Studio nicht mehr geht wegen Microsoft. Fucking Microsoft. Fucking Microsoft. Was? So. Start. Spiel laden. Wo ist der 30? Da ist er. Laden. Ja. So. Zum Glück geht es relativ schnell. Ah, nö. Warum spawn ich hier hinten im Eck? Was ist denn das für ein Scheiß? Wartet, wir können aber gleich jetzt eins machen. Ausrüstung, happy. Rotes Fleisch, zuordnen, zack. X. Ach so, das sind nur die, ja, die sind friedfertig. Ja. Ich werde keinen falschen Fehler machen an eurer Stelle. Ah, ich bin eh zu langsam. Na gut, dann. Aber seht ihr, wenn man laden ist, ist Dornrose nicht mehr da, ne? Die hat sich dann verdünnisiert, die alte. So eine Blödkuh. Hätte er mitkommen können, ne? Aber ich stelle mir trotzdem die Frage, wenn wir das Ganze auf gut durchgespielt hätten, hätte sich dann so viel geändert? Wer weiß. Ist ja auch egal. So, die Szene kennen wir jetzt wieder. Ja, fupp. So, dann rennen wir kurz mal hier hin. Oh, geh mal kurz weg, das ist schon klein. Das tut nur unnötig weh. Oh, sag ich doch.
Ach, da sind sie wieder. Na, kurz, wir müssen rauszoomen. So. Hallo, Herr Drache. Du, Jack, wir können reden. Wir können reden, Jack. Diese Hitze, diese bla, 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 bla. Aua, bist du behindert? Irgendwie blöd oder so. Jetzt komm her. Ab. Aktivieren wir das schon mal. Jetzt brauchen wir so ewig. Ich habe Jahrtausende lang existiert. Ihr könnt unmöglich begreifen. So, und schon wieder tot. Die Zeit verlangsamt ist traumhaft, ne? Ich schmeiß mir die Maske weg und guck mal, was dann von Ende kommt. Ich hoffe, es geht ein bisschen länger noch. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ihr müsst die Maske zerstören, aber setzt sie bloß was? Nicht auf. Was? Ich habe im letzten Teil verstanden. Wie sollen sie aufsetzen? Nein, ich schmeiß dich diesmal weg. Schmeiß! Schapum! Kaputt! Belohnung, yay, Info, keine Großtaten. Schade. Es war eine Schlacht, über die man noch viele Jahrhunderte sprechen würde. Der Tag, an dem der Held von Orkvale den Drachen Messerjack besiegte. Der Tag, an dem die Kreatur hinter der Maske endlich von dieser Welt verbannt wurde. Was aus der Gilde, ihren Helden sowie den Männern und Frauen von Albion werden würde, konnte keiner sagen. Nur eines war sicher. Der Kampf zwischen Gut und Böse, den Schwachen und den Starken, würde ewig weitergehen. Denn das Böse findet immer einen Weg. Uhaha. Wir gucken mal, was wir eventuell danach jetzt nochmal machen können, ne? Schön, ja. Geh weg. Mit die heulen. Kleine Studio kaputt. Fuck you, Microsoft. Fuck you, Microsoft. Fuck you, Microsoft. Was? Alter, wo ist mein Helm? Was soll die Scheiße? Echt? Jedes Mal. Helm der Ewigkeit. Ja. Schön, schöner. So. Und du? Haben wir noch unsere üblichen Skorms Kapelle, weil wir da schon was hingebracht haben. Bringt der Kapelle ein Opfer, um eure Belohnung zu kassieren. Prüft eure Fertigkeiten, um den Preis zu bekommen. Sehen wir das Licht und spendet, jagt am versteckten Beute, Angriff des Attentäters. Das sind irgendwie so Sachen, die irgendwie, keine Ahnung, verpackt sind. Hat da irgendwas nicht geklappt? Wir könnten da mal zur Heldengilde gehen. Und mal schauen, was wir denn, ob es da eventuell vielleicht noch die eine oder andere Mini-Quest gibt. Vielleicht! Wer weiß! Ich glaube, man hat schon ziemlich alles mitgenommen, ne? Mit 50 Stunden, also 25, 26 Spielstunden. Na, kommt da schon ein bisschen was zusammen. Hallo! Was? Aufs Maul? Alter, bist du für ein Perverser? Keine Questkarten? Super. Na, ganz toll. So, was gibt's hier noch? Mhm. Zielgenauigkeit, nö, Feuerball. Mehrfachschuss, Blitz, göttliche Zornstufe wollte ich ja eh hochmachen. Was? Wir haben zu wenig? Ach nö, ich will schon wieder schlägern. Wir könnten aber kurz in den Raum der Dingenskirchen gehen, der Ewigkeit. Und schauen, ob sich da was getan hat, ob es da eventuell was gibt. Heroes Guild. Ach, manchmal ist so schade, dass eine Gildenhöhle dann halt so. Dass es da wirklich keine Fortsetzung gibt, finde ich so, so schade. Es war vom Gameplay her, es ist so geil gemacht. Ich habe mich heute wieder umgeschaut, so guck, hey, was spielst du das nächste Mal, ne? Schaust du dich halt mal so um. Ach ja, wisst ihr noch, da, hier ist unsere Schwester gestorben. Genau hier. Und wir haben das gemacht. Und sie war tot. Oh, guck mal. Da. Messercheck.
Tot. Na, war das? Das finde ich cool. Warum sind die eigentlich zugeschüttet? Sollte man mal echt renovieren, so langsam. Naja. Und hab da schon ein paar Sachen gesehen, allerdings waren da schon ein paar schneller wie ich. Weiß nicht, wunderlich war, weil die Spiele in 3 Stunden durchgezockt waren. Für 15 Euro. Ist immer so eine Sache, gut, was ich sagen muss. Dings ging auch schnell durch in 3 Stunden. Kevin the Infamous Machine. Ja? Ah, das jetzt, da muss ich sagen, da war es okay, weil das war ja schon so ein Point-and-Click-Game mit ein paar Rätseln, coolen, witzigen Einlagen. Das andere ist so ein Side-Scroller. Hm, weiß nicht. Ich muss mir überlegen. Was können wir jetzt hier eigentlich noch kurz tun? Wo könnten wir uns hinporten und Stress machen? Aaron Schrein, nö. Greatwood, Zwillings, Lichfeld, nö. Witchwood, Knothole, Glade. Schön, wir könnten auch das Haus kaufen, eigentlich, was wir mal verkauft hatten. Das können wir noch machen. So einfach jetzt fürs Spiel. Dass wir das auch mal getan haben, noch die Aufgabe. Hopp, lad mal. Schneller. Und ich habe was gelesen. Es wird ein Rise of the Tomb Raider. Oh, was ist das? Bogenschützenwettkampf geschlossen. Bitte kommen wir einander mal wieder. Ich beobachte euch sorgfältig. Hä? Wachen! Nö. Ich hab nichts damit zu tun. Hey, das ist doch mein Laden, das ist doch kein Diebstahl, ich hab von meinem eigenen Laden was klaut. Ich hab gerade auch gerade so ein Problem. Sorry, ich war für nämlich so still. Ne? Ah! Das da will ich kaufen. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Oh, wir können es noch upgraden, cool. Ja. Ja. Das war's. Cool. Hey, Freundchen, jetzt aber auf. Au. Geht auch anders. So. Warum leben die eigentlich noch? Die haben wohl einen üblen Schlag abgekriegt. Ist ein bisschen verbuggt. So. Irgendwer noch Fragen hier? Nicht? Gut. Wir könnten eigentlich das ganze Dorf hier ausrotten. Ich habe ihn gerade Bock drauf. So, perfekt. Oh, warte, ich habe da eine bessere Idee. Alter, das zerfetzt jetzt aber einige. Schon geil, ne? Warte, nochmal, da leben noch welche. Und dann haben wir auch auf. Wir wollen das nicht speichern, aber nur so. Weil ich muss schon speichern. So, und weg sind sie. Ah! 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schläge, Alter. Ah, stecken wenigstens gut was ein, muss man sagen. Ist echt nicht verkehrt. So, eine gemeinte Heldengilde. Und tschüss. Speichern dort noch. Und dann muss ich leider Ihnen sagen, sehr gerne, Herren. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen Fable Anno Rossi gespielt zu haben. Wer weiß, vielleicht kommt da zukünftig doch noch der eine oder andere Teil raus. Vielleicht wird sich jemand die Lizenz kaufen. Vielleicht ist ja schon Bearbeitung. Vielleicht wissen wir auch von gar nichts. Oder vielleicht wird es so sein, dass das wirklich der letzte Teil war. Leider. Aber wir sehen es in einer anderen Geschichte. In einer Dimension. In einem anderen Leben. Wieder. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.